willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen CSGO Overwatch auf Inferno. Sehr, sehr schön. Ich weiß, es kam jetzt schon länger kein Overwatch mehr. Einige haben schon gefragt, was los ist. Aber ich habe einfach keine gemacht. Ich weiß auch nicht. Manchmal steht es einem einfach nach anderen Dingen im Sinn. Oder steht einem der Sinn nach anderen Dingen. Und aber jetzt... Hier ist so eine scheiß Mücke. Geht Overwatch technisch wieder der Hund steil? Ja, Leute. Jetzt ist übrigens gerade, nee, vielleicht nicht jetzt, aber heute Abend ist Livestream, um 22 Uhr ist Livestream. Ich habe eigentlich schon ein Video für heute aufgenommen, aber da habe ich gesagt, dass es um 18 Uhr Livestream ist. Und ich habe es auch schon hochgeladen, aber noch nicht veröffentlicht. Das kommt dann einfach am Dienstag, also nächste Woche dann. Zick, zack, ching, chong, ping, pong. Ich kenne mich halt aus, weil die Tricks sind am Start. Also 22 Uhr heute Abend Livestream, heute ist Freitag. Da hasseln wir wieder ordentlich rein. Es gibt die 5-7 Hyper Beast und andere Skins. Ihr wisst Bescheid, kommt her. Pipapo, einfach so. Und ja. Der letzte ist bei CT und dödelt da vor sich hin. Was passiert jetzt? Ich werde mich heute noch mit Beryl treffen. Also um genau zu sein, sogar gleich. Und da werden wir dann ordentlich mal so ein Zigarchen schmökern, ja. Und ein bisschen spazieren. Und so ein Herrenwort. Lautlos geschossen. Schäm, mein Freund. Ist natürlich ein Demo-Fehler ab und an passiert, dass das auch sogar die Animation, also es fehlt ein Stück von der Demo und man hört praktisch einfach nichts und so weiter und so fort. Ich bin mir bei ihm jetzt noch gar nicht in irgendeiner Art und Weise sicher. Da hat er aber kurz Zeit. Es sieht ein bisschen nach Wallhack aus, beziehungsweise Vision Assist. Er auch schon bei Upper Mid wollte ich sagen. Oh, er zieht aber ziemlich genau auf die drauf und trotzdem aimt er dann direkt weg, als er spürt, ah, die sind hinter der Wand, noch ganz hinten. Auch seine Shots sind ziemlich krass. Wobei das Mitte jetzt nicht zwingt, das zu heißen, aber das hier war komisch. Er aimt den an, durch die Wand hier, der hier saß, killt ihn fast. Er rennt weg, er hört auf zu aimen, läuft ihm hinterher und schießt dann nochmal ihm hinterher. Also er weiß doch schon ziemlich genau, wo sie sind. Auch hier mit CT, guck ich erstmal an, wie unvorsichtig er Richtung CT geht, ja. Er hat da, also das, ich würde sagen, da ist ein Vision Assist am Start. Er läuft hier eindeutig, obwohl, er hat da einen auf dem B-Spot. Also wenn wir gehen jetzt mal davon aus, dass hier ist ein High-Game, Only Globals, die FPL und sowas zocken. Natürlich kann da auch die Kommunikation gut sein und deswegen ist er sich so sicher in seinem Wahnsinn. Okay, das war gerade eben einfach zu krass. Also Vision Assist ist da auf jeden Fall am Start. So wie er ihm gerade hinterher geaimt hat, das war nicht mehr normal. Da kann mir jeder erzählen, was er will. Das stimmt, das ist was im Busch, beziehungsweise, ja. Es ist eben, er kann durch den Busch durchschauen, sozusagen. Jetzt ist nur noch die Frage, ob er auch einen Vision Assist nutzt. Ich ziehe mir ganz kurz hier das Ding ein bisschen weiter runter. Nimmt eigentlich alles auf? Ja, sehr schön. Hört ihr auch die Musik? Ist gerade wieder ein leiser Teil. Warte. Jetzt hört man super die Musik. Ja, mit der Auto auch noch am Zocken, lächerlich. Die paar Headshots, die gehen schon echt gut rein, aber er weiß halt auch, wo die Köpfe sind. Er weiß es im Vorfeld vor allem und das ist, ja, sagt er eigentlich schon alles, ne? Da kann jeder auf die Köpfe ballern. Also bei Aim Assist will ich noch nichts sagen, klack, klack. Aber den Vision Assist hat er auf jeden Fall sicher. Mitte ist jetzt, der letzte ist dabei, Apart und Nuts, oh, fast sogar die Bombe. Ja, mit Auto. Viele von euch haben ja schon gesagt, sobald man Auto spielt, also aktiv Auto spielt, hat er natürlich an, das ist klar. Und es wirkt halt oft so. Ich kenne niemanden, der, wenn er gefragt wird, willst du die AWP oder die Auto? Da kenne ich niemanden, der sagt, lass die scheiß AWP liegen, ich will die Auto. Niemanden. Niemanden. Außer man will vielleicht in der Runde Spaß machen oder so, ein bisschen, ne? Aber man nimmt, oh, was? Also vielleicht hat er da auch so eine gewisse Aim-Geschichte am Start, weil die Shots gehen ihm dann doch einfach von der Hand. Zu einfach von der Hand, ja, was er da treibt. Und so an sich kann er ja scheinbar nicht viel, ne? Eben, ich meine sogar, dass man es eben gemerkt hat, er ballert von sich aus, bam, 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 bam. Man merkt, er kann es gar nicht, zumindest hat er diese Duels nicht unter Kontrolle. Und er merkt, dass es nicht geht, bam, 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 bam. Hört auf einmal auf, wird langsamer und ich meine, dann hätte er reingelockt, reingetriggert und hat dann eben nur diesen einen Headshot hinbekommen. Und nicht letztendlich den Kill. Jetzt läuft sie da an meiner Belichtung rum. Scheiß Mücke da. Da hockt sie eine kleine, mittelkleine, aber auch etwas fette Mücke. Und sie meinte, kann mir irgendwie in meine Lampen beißen. Das ist lächerlich. Also das, was er hier macht, ist sowas von gelockt, Aim Assist mäßig am Reinwursten mit Vision. Es ist ja nicht mehr normal. Da fehlt nur noch der Bums.
noch ein bisschen Team attacken, halt eben auf irgendeine Art und Weise grieven und schön noch hier einen Schniedel raushängen und schon hat er alles. Er kann ja wirklich gar nichts. Trotz, habt ihr es gesehen, wie er draufgelockt hat die ganze Zeit? Und im Laufen geschossen hat, trotz dieser Lockung, ja? Der Cheat musste schon ultra gegen seine Dumperzhaftigkeit dagegen arbeiten, gegen rechnen. Trotzdem kriegt er ihn nicht hin. Wahnsinnig bescheuert. Ich meine auch, dass er ein ziemlich beschissenes Crosshair-Placement hat. Da habe ich jetzt die ganze Zeit nicht drauf geachtet. Und ja, das geht. Man kann sich minutenlang ein Gameplay angucken und nicht aufs Crosshair achten, wenn man eben auf was anderes achtet, meine Damen und Herren. Komm, hol dir das Ace, du dreckiger Sack, ey. Blub. Was soll ich dazu noch sagen? Also er hat den Account auf jeden Fall bald nicht mehr. Den ist er los. Der ist weg. Hat er irgendwelche Skins gehabt? Komm, wechseln wir mal zu deiner Scout. War das nicht? Ich meine, das war... Nee. Okay, ist halt einfach ein nackter Account. Er hat sich einfach das Go gekauft, um hier ein bisschen auf den Putz zu hauen im Low-Trust-Bereich und halt einfach, Leute abzufacken. Guck mal, die Bots sind schon am Start. Ah, ne, ein Bot. Ich hatte mehrere. Ne, doch. Ein Bot ist bei den Tees am Start. Was macht man da, wenn du jemanden, der so reincheatest, in deinem eigenen Team hast? Außer beschimpfen und, keine Ahnung, sie ihm nach Hause fahren und ihn, ich weiß auch nicht, aufschneiden oder sowas. Was macht man da? Wisst ihr schön obduzieren und gucken, was ist mit dem falsch? Du musst genau hinten an der Großhirnrind. Das ist einfach bescheuert. Was ist mit solchen Leuten los? Wie? Wo? Wie? Wo? Ho? Man kann die Bewertung einfach wegdrücken. Das ist doch jetzt gerade ein Scherz, oder? Hallo? ich muss mir das gleich nochmal angucken, aber das müsst ihr nicht mehr mit ansehen, so eine Scheiße. Ging das im Alten auch, im alten UI-Ding, dass man das einfach wegdrücken konnte und dann war es weg? Ich weiß es nicht, ich glaube, da war ich nicht so doof, dass ich das weggedrückt habe. Ich habe eben, was habe ich denn eben gedrückt, was wollte ich denn eben machen? Ich glaube, ich habe hier den Ding drücken wollen, dann habe ich auf Escape gedrückt. Dann... Halt, was ist das I? Friends Online. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Vergesst den Stream nicht. Jetzt ist Livestream. 22 Uhr. Hier gibt es auch wieder ein Skin für euch. Ein Random CSGO Skin. Schreibt einfach mal, ob ihr auch schon mal aus Versehen natürlich, komplett ohne Dummheit, so eine Bewertung dann weggedrückt habt oder eben nicht. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.